Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Barfuchs und Hilzig unterwegs in Rev. Hi, hi. So, wir haben ja spannende Sachen erlebt in den letzten Folgen. Und in dieser Folge fangen wir natürlich mit einer ganz wichtigen Sache an. Denn wir hatten ja explosives Pulver gefunden, beziehungsweise explosiven Schleim, nicht explosives Pulver. Den haben wir noch nicht erforscht. Den können wir auch so, glaube ich, gar nicht erforschen. Wir müssen den wahrscheinlich erst irgendwie... Ich glaube, wir hatten aber schon irgendeinen Indie... In den Schmelzofen, das ist eine gute Idee, das können wir mal ausprobieren. Finden wir das doch gleich mal raus. Warum wir den Schmelzofen? Warum sind hier eigentlich zwei Platten weg? Jawohl, du hast recht. Was ist denn da? Moment, ich komme gleich. Ich wollte doch einen Durchgang nach unten bauen, zu den Motoren. Ach so. Damit man ein bisschen schneller runterkommt, aber da habe ich mir überlegt, dass es im Moment dämlich ist, weil ob ich jetzt hier die Treppe runtergehe oder hier dann runterfalle, das macht keinen großen Unterschied, glaube ich. Und deswegen werde ich das retour machen. Oh, wir brauchen Holz. Wir müssen wieder auf große Fahrt gehen. Ich habe mir gerade noch welches rausgenommen gehabt, damit alles ich da... Alles gut, wir brauchen ja sowieso Holz. Also für das, was wir jetzt geplant haben, brauchen wir eine ganze Menge Holz. Mhm. Okay, worum geht... Ach, ich habe zu wenig Holz. Echt? Ich habe zu wenig Holz. Mann, warum drücke ich mich jetzt mal? So, ich behalte das Holz mal leer in der Tasche, weil wir müssen... Wo ist eigentlich mein Hammer und allem? So, die Insel hatten wir fertig... Und es war ja so, dass wir in der letzten Folge unter Wasser dann zum Schluss habe ich ja den kleinen knuffigen Fisch gesehen und noch den Hai getötet. Und deswegen muss ich mir jetzt auch schnell nochmal einen Speer herstellen. Ich glaube, es sind noch welche da. Gucken wir gleich durch. Nee, sind keine mehr da. So wie dazu. Haben wir denn überhaupt noch irgendwas Waffentechnisches? Nee, nicht wirklich. Das explosive Pulver ist ja gerade am Durchwachen. Hm. Willst du das dann erforschen? Das wäre sehr, sehr lieb, wenn ich das dürfte. Das fände ich total tufte. Das eine ist schon fertig. Die sind beide fertig. Ich bin sofort da. Sofort. Ich muss mir jetzt erst einen Bolzen herstellen. Ein Seil. Schau mir mal da vorne das Fass. Ein Seil. Wenn wir nichts haben, aber Seile haben wir, ne? Da ist hier nichts zu wollen. So, Waren wieder zurückpacken. Speer haben wir. Das heißt, ich bin erstmal geschützt. Also nicht wirklich geschützt, aber zumindest werde ich mit jedem Hai fertig. Und auch mit den kleinen Blubs. So, jetzt gucken wir uns mal das Pulver an. Oh, ich freue mich schon so. Wir können nämlich jetzt einen Netzwerfer bauen, wenn alles gut geht. Wenn. Denn ich war ja zu blöd in der letzten Folge, diesen Netzkanister zu sehen. Den hat der Stickler ja dann entdeckt. Und jetzt können wir ihn lernen. Jawohl. Wir können ihn lernen. Sehr schön. Das heißt, wir können uns theoretisch ein Lama fangen. Und könnten das Lama dann unterbringen. Auch hier auf der Seite erstmal. Oder vielleicht auf der anderen Seite. Wir bräuchten für den Netzkanister einmal Pulver, vier Steine und vier Seile. Gut, das kriegen wir ja alles hin. Jetzt haben wir auch einen Grund, endlich mal Steine zu sammeln. Ja. Schöne Sache das. Und ihr seht ja, ich habe ja immer noch den Kugelfischkopf auf der Rübe. Das Zicklein bewundert ihn die ganze Zeit schon. Ich werde ihr jetzt auch einfangen. Ja. Aber vorher müssen wir ganz kurz noch was gucken. Und zwar brauchen wir, um einen Lama uns hinzustellen, brauchen wir natürlich was, nämlich, muss ich mal kurz gucken, genau hier. Die Wiese brauchen wir, genau. Kunststoff und Schmutz brauchen wir dafür. Haben wir Schmutz? Ich glaube, wir hatten schon Schmutz gefunden. Ich gehe mal gucken. Geh doch mal gucken. Ich gehe mal in der Zeit runter und mach mal schnell gucken, ob der Hai noch da ist oder schon wieder da ist. Da ist er schon wieder. Ja, wir haben Schmutz. Ich mach schnell den Hai. Warum habe ich mir keine Flossen angezogen? Och, oh, hat er mich erschreckt, der Kleine. So, ich ziehe mir mal schnell noch Flossen an. Und Kunststoff. Also ich hätte alles für eine Wiese. Dann bau doch, also wir brauchen, ich glaube, eine Wiese. Die Frage ist nur, wohin? Naja, eine Wiese wird nicht reichen, nehme ich mal an. Ne, kommt drauf an, wie groß die ist. Ne, nee, die sind nicht so groß, die Wiesen. Tatsache. Sag mal, habe ich denn keine Flossen mehr? Ich habe sie doch in der Tasche. Gott, bin ich ein Dödel. Die reichen zwar nicht lange, aber für den Hai wird es reichen. Wir können uns dann gleich drum kümmern. Ich muss bloß vorher kurz den Hai erledigen. Und dann den kleinen Fisch noch. Okay, töten. Noch eine Wiese können wir auch noch herstellen. Also wir haben zwei Wiesen. Ich glaube, das könnte reichen erstmal für ein Lama. Aber die müssen auch bewässert werden. Also wir brauchen eine Bewässerung dafür. Den Sprinkler, ja. Nee, den brauchen wir noch nicht gleich. Also wir können das erstmal noch mit einer Tasse machen, glaube ich. Oder mit einer Flasche. Ja. Sicher bin ich mir da aber nicht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Naja, die Materialien hätten wir, glaube ich. Warte, lass ich mal gucken. Den Schrott haben wir, den Bolzen. Könnte ich herstellen. So, das war der Hai. Leiterplatte, die müssten wir herstellen. Gut, Kupfer haben wir ja da, das sollte nicht das Problem sein. So, jetzt gucke ich mal unser kleiner
Freund ist, der war da hinten. Den werden wir jetzt mal fangen. Denn ihr seht schon, mit diesem Kopf drauf, wir können es ja auch mal kurz zeigen, glaube ich. Nehmen wir mal ab. So, gehe ich nochmal hoch. Also entweder spinne ich jetzt. Ich glaube, du spinnst. Ich spinne. Ja, das ist jetzt nur so ein Gedanke, aber ich glaube, du spinnst. Ich spinne, ja, ja, ich spinne. Trotzdem will ich den Kopf für dich haben. Außerdem brauchen wir das Sprengpulver sowieso. Hm. Das findet ihr immer vor den großen Inseln. Wow, da müsst ihr bloß aufpassen, dass der nicht explodiert. Das passiert. Genau das passiert dann. Und dann gibt es auch kein Pulver. Und ihr seht schon, das gibt richtig, was auf die was auf die Mütze, wenn man das Zeug einatmet. Da muss man dann auch weg von. Und dann gibt es kein Pulver. Leider, leider. Und jetzt? Und jetzt muss ich suchen, dass ich noch einen von den Kleinen finde. Die Taucherflossen sind auch schon wieder dahin. Ich brauche ganz dringend Taucherflossen. Und dann kannst du es mal bitte gucken wegen einer Flasche, ob noch eine Flasche da ist. Ich hatte ja eigentlich gehofft, dass man durch den Kopf mehr Sauerstoff zur Verfügung hat. Aber ich glaube, da habe ich mich geirrt. Eine Taucherflasche ist noch da. Und schmeiß mir die mal bitte runter. Oder warte, ich komme hoch. Wo ist denn hoch? Da ist hoch. Ups, so. Warte. Aber am wichtigsten wäre halt... So, jetzt machen wir mal einen Test hier. Wir haben jetzt... Ihr seht's ja. Das macht auch keinen Unterschied, oder? Bin ich jetzt? Guck mal. Möchtest du darauf wirklich eine Antwort? Moment. Ich will das jetzt... Also, der Witz ist ja, dass man mit dem Kopf... Okay, da geht dann der Sauerstoff... Schneller runter? Auch nicht. Doch. Der geht schneller runter, ne? Wenn die Flasche drin hat? Ja, okay. Es verlangsamt sich, wenn man die Flasche drin hat. Ich hatte ja gehofft, dass der Kopf irgendwie wie eine Sauerstoffflasche funktioniert. Hatte ich mich ja eigentlich gefreut. Aber das scheint ein Irrglaube gewesen zu sein. Ich denke mal auch, dass jeder Helm die Taucherflasche ersetzt, was ja irgendwo relativ logisch ist. Man hat sie auf dem Kopf. Da ist ja nicht so viel Platz. Also bei meinem sowieso nicht. Nee, du hast einen Dickkopf. Na, dann hätte ich aber viel Platz. Da ist dann jetzt irgendwas durcheinander gekommen. Wie sieht's mit Flösschen aus? Dreimal. Dreimal Flossen schon? Ja. Du hast mir dreimal Taucherflossen gebaut? Ja. Ich glaube. Ich finde das ja toll. Ich mag sie. Sie macht das immer so alles so... Man gibt ihr einen Job und sie macht ihn auch einfach mal, ja. Das hat sich ja im Vergleich zu den ersten Folgen... Egal in welchem Spiel, sehr geändert. Sie ist ein richtiger Teamplayer geworden. Ich bin ja doch irgendwo lernfähig. Sie ist extrem lernfähig. Das ist, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen gemein an, aber wenn ihr euch die ersten Folgen anguckt, auch von Grounded und so, ja, werdet ihr feststellen, dass sie tatsächlich eher so ein bisschen eigenbrödlerisch ist. Und zwar nicht unbedingt im positiven Sinne. Und deswegen macht es jetzt natürlich umso mehr Spaß, wenn wir uns die Arbeit einfach teilen. Also sie einfach das macht, was sie gern macht und ich mache das, was ich gern mache. Das ist natürlich auch ein Fehler von mir gewesen. Ich habe sie immer an den falschen Stellen gefordert. Was ist denn hier? Ein kleiner Fischschwarm. Kenne ich auch noch nicht. Kann man die auch fangen mit der Hand? Das wär's doch. Leider nicht. Okay, ich werde jetzt mal um die Insel rumschwimmen. Und werde mal gucken, ob ich noch einen Kugelfisch finde. So einen kleinen Explosiven. Und dann müsste ich nachher auch irgendwann wieder mal was essen, glaube ich. Trinken habe ich ja glücklicherweise. Soll ich mal irgendwas von unseren Kochrezepten herstellen? Wenn wir das da haben? Das wäre doch mal eine tolle Sache. Das wäre ja mal eine tolle Sache, wenn wir das da haben. Weil ich glaube, da kann man auch die kleineren Fische nehmen, ne? Das lohnt sich. Ich weiß nicht genau, aber ich glaube, da waren auch Rezepte für kleinere Fische bei. Ja. Das wäre natürlich toll, wenn die mal ein bisschen mehr Sinn hätten, sage ich jetzt mal. Und dann müssen wir natürlich sehen, dass wir... Einmal explosives Pulver. Ich glaube, einen Netzkanister konnten wir uns bauen, ne? Oh, das ist dann aber auch so eine heikle Geschichte. Mit einem Netzkanister versuchen, einen Lama zu fangen. Wenn das schief geht, ärgert man sich wieder sonst wohin. Aber geht nun mal nicht anders. Wir können es ja nur versuchen. Und dann müssen wir auch wieder losziehen. Weil wir brauchen ja auch andere Materialien. Denn wir müssen ja endlich mal anfangen, unser Dorf zu bauen. Wir haben uns da vorhin gerade drüber unterhalten. Wir hatten das ja in der ersten Folge und in den ersten Folgen eigentlich von vornherein geplant und haben jetzt erstmal ein bisschen umgebaut gehabt. Ach, da ist wieder einer. Ich habe einen. Nicht töten.
Ich hab's, oder zumindest ja, doch, nicht zum... Ich muss ihn ja pieksen, aber... Ja, aber nicht so zum... Er will aber auch nicht zu mir kommen. Jetzt kommt er. Ich weiß immer nicht genau. Jetzt. Nochmal. Ich glaube, ich lasse ihn einfach gegen den Speer gegenschwimmen. Pieks, pieks. Ich weiß gar nicht, wie oft ich ihn treffen muss. Was ist das Problem? Boah, nicht explodieren. Nicht kaputt gehen. Ich bin ja schon auf dem Rückzug. Ja, geschafft. Ich habe wieder einen geschafft. Ich glaube, ich muss mich mal mit diesen Rezepten auseinandersetzen. Das war anstrengend. Mal aus Metall abbauen hier, bevor ich wieder auftauche. Dann suchen wir aber gleich noch einen. Natürlich. Wir wollen ja hier... Na, schaffe ich es noch? Ich schaffe es noch. Ich muss erstmal hoch. Ja, ja, hör auf. Weiß es doch, ich muss auftauchen. So, sehr schön. So, weiter geht's. Da war wieder einer. Ach, weißt du, wie das funktioniert? Was denn? Mit dem... Du musst die Rezepte, also die Sachen einfach nur im Back haben, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann den Kochtopf benutzen. Dann brauche ich eventuell noch ein bisschen mehr Holz. Ich weiß nicht. Ach, da ist noch einer. Das geht ja ab hier. Und pieks. Pieks. Ich glaube, dreimal muss ich sie pieksen. Ne, viermal. Damit ja vorher nicht der Speer kaputt geht oder sie explodieren. Jetzt komm schon her. Jawohl. Oh, mit dem letzten Pieker habe ich es noch geschafft. Yay. So, dann kann ich den Speer mal schnell umpositionieren. Zack. Die Harpune, den Speer, wie auch immer. Oh, wie, dieser Topf. Wie er es gerne nennen möchte. Ganz schön viel Holz. Holz. Ja, ja. Das tut er. So viel jetzt Holz haben wir gar nicht mehr. Jetzt wird es auch noch dunkel. Ja, deswegen müssen wir ja unbedingt wieder auf Fahrt gehen. Ich will hier bloß halt noch sehen, dass ich so viel wie möglich von der Insel noch mitnehme. Und ich würde halt auch gerne das Lama noch fangen, aber ich glaube, das machen wir erst auf der nächsten... Oh, was ist das? Oh, ich habe Silberalgen gefunden. Die sind auch gut für Essen herstellen später. Alles klar. Da gibt's ich muss auch einen. Ich habe ein Problem. Ich habe ein ganz großes Problem. Ich bin zu langsam. Ich habe nichts gegessen. Oh, jetzt muss ich mir aber beeilen, zu dir zu kommen. Hast du nichts in der Tasche? Ich habe nichts in der Tasche, was ich essen könnte. Also ich könnte ein Hai essen. Ich könnte ein Hai essen. Oh. Ist dann halt so. Wenigstens erstmal, damit ich wieder schwimmen kann, vernünftig. Dann trinke ich halt noch einen Schluck. Es wird eh dunkel. Naja, ich meine, ich habe... Der eine Haihappen ist eh noch da auf dem Grill und da liegen jetzt auch noch zwei Fische drauf, also... Ich gehe mal aus dem Wasser raus und laufe an Land lang. Das geht meines Erachtens nach irgendwas etwas schneller. Irgendwas gab es nämlich auch die Silber. Ich gucke gleich mal nach. Ich hau die gleich mal in den Tisch. Ich hatte noch mehr gesehen. Ich habe die nicht so richtig wahrgenommen, muss ich ehrlich sagen. Für das Kochrezept Haihappen braucht man Silberalgen. Brauchen wir nämlich die Silberalgen. Also eine zumindest. Eine Silberalge, einen Pilz und zwei Haihappen. Dann gucken wir gleich mal nach. Ich gucke aber erst am Tisch, ob man damit was machen kann noch. Ja. Und ich glaube, dann fahren wir mit dem Schiff mal ein bisschen um die Insel rum. Wir sollten dann erstmal wieder auf Kurs gehen, ja. Nee, ich will schon noch bei der Insel bleiben. Aber halt zusehen, dass wir auf die andere Seite fahren. Also es ist doch ein ganz schön weiter Weg. Ja. Und irgendwann ist ja der Hai auch wieder da, wobei das ja nicht wirklich stört. Im Gegenteil, im Moment ist es sogar ganz gut, wenn er kommt. Denn wir brauchen ja Essen. Fische fangen könnten wir auch mal wieder. Muss ich gucken, ob unten noch eine Angel drin ist. So, erstmal nehme ich mir die hier runter. Lege Planken drauf. Ach, der ist noch gar nicht fertig, der Fisch da hinten. Okay, dann haue ich mir den erstmal hinter die Kiemen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Geh mal an den Forschungstisch. Ja, bin schon auf Weg. Einmal Silberalge zum Mitnehmen, bitte. Aber ich glaube nicht, oder? Nee, kann man nicht erforschen. Kann ich dir also gleich geben. Ja, mach's in irgendeine Kiste von denen. Ich lieg's bei den Fischen mit rein. Ja. Und den Hai auch, dann kannst du damit schon mal einmal Haihappen kochen. Hast du denn ja schon was gekocht? Nein, weil mir auch wahrscheinlich Holz fehlt. Ich weiß es nicht. Nö, da kann man nichts mehr drunter packen. Dann weiß ich nicht, woran das liegt. Moment, wir gucken mal. Was hast du denn jetzt bei? Also ich hätte jetzt für die Haihappen hätte ich alles. Hättest du alles? Ja. So, und da ist aber... Nimm mal den Hai aus der Hand. Vielleicht müssen wir das Rezept mit reinpacken. Weil es gibt doch die Rezepte so unglaublich oft. Vielleicht muss er das Rezept auch mit bei haben. Nimm es mal ab. Hast du zweimal Hai, ja?
Ja, ja. Einmal Pilz und einmal Silberalgen. So, jetzt nimmst du das Rezept ab. Gehst mal in den Topf. Na. Passiert nichts. Und entfernen würdest du es nur wegschmeißen, oder was? Ich würde den Topf entfernen. So, weil... Kannst du mir die Sachen mal rausgeben? Ich würde gerne mal was probieren. Ich weiß aber nicht, wie ich das erklären soll. So, ich habe jetzt das Rezept in der Hand. Kann aber nichts damit machen. Mit X entfernt man nur den Dings. Das ist ja sehr seltsam, oder? Okay, da hängen wir das Rezept mal wieder an. Kann man denn da irgendwas machen mit dem Rezept vielleicht? Mm-mm. Sehr komisch. Wie kocht man denn hier? Ah, hier. Ach. Platzieren? Okay. Ja, warte mal, dann platziere ich mal alle Sachen, die wir so brauchen. Platzieren. Ach, das sind die Zutaten fürs Rezept, oder was? Was war das andere? Die Alge. Eine Silberalge, ne? Ah! Alles klar. Alles klar, jetzt wissen wir es. Verstanden. Super, das war ja relativ einfach. Bis auf den Teil mit dem Kochen. Ja. Okay, so. Klar. Jetzt ist natürlich die Frage, kann man vielleicht den Pilz auch mehrfach auf dieselbe Stelle... Nee, kann man nicht. Kannst du nur... Ist natürlich süß, ja, wenn er dann hier so steht. Mhm. Ich bin ja mal gespannt, ob dann da bloß einmal rauskommt. Ja, das wäre jetzt auch so meine Sache, die ich gerne wissen wollen würde. Gehören die Pilze hier vorne rein oder wo? Die, Was da irgendwo drin ist, egal, ne? So, explosives Pulver wollte ich noch wieder herstellen, damit wir uns einen Netzkanister bauen können. Und du wolltest mir den Kopf geben. Richtig. Hab ich überhaupt einen? Ja, ich habe einen Kopf. Ich kann den Kopf geben. Ich habe ihn einen Kopf kürzer gemacht und kann dich jetzt einen Kopf verlängern. So, gut, ich habe gegessen, ich habe getrunken, ich habe ein paar Algen bei, die werde ich mal gleich noch rauspacken und ich gebe dir gleich natürlich auch dein Köpfchen, alles kein Problem, das kriegen wir alles hin. Schrott habe ich auch wieder eine ganze Menge gefunden, Holz ist wirklich knapp, wir müssen wirklich losziehen, hilft alles nichts. Sag ich doch. So, dann werde ich mal eine Flasche auffüllen, zack, 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 zack. Und gleich wieder neu nachfüllen. Ja, und dann wollen wir, ich bin vorhin total davon abgekommen, fällt mir gerade ein, dann wollen wir endlich anfangen, unsere Plattform für das Dorf zu bauen. Wir werden also eine Plattform bauen, die genau die Länge hat, wie jetzt die Netze hier. Die wird dann hier anfangen, die Plattform, und wird dann in genau dieselbe Tiefe gehen, wie die Breite. Also eine riesen Plattform. Und da wird im unteren Bereich alles mit Motoren sein. Alles, was Motorenversorgung angeht. Also auch... Behälter für Biokraftstoff, Behälter für Holz und so zum Antreiben. Im zweiten Stock wird es dann um die Produktion gehen. Und ganz oben drauf, da werden wir dann die Gebäude fürs Dorf bauen. Unter anderem eine Küche werden wir dabei haben. Wir werden einen Schlafbereich haben, einen separaten. Wir werden einen Lagerbereich haben, einen separaten. Und natürlich einen Herstellungsbereich. Das Steuer wird alles in die zweite Etage kommen, also da, wo die Herstellung ist. Oder vielleicht auch in eine vierte Etage, weil man dann einfach einen schöneren Überblick auch hätte. So, und jetzt wollte ich eigentlich ein Stück um die Insel rumfahren. Ich weiß aber nicht, ob sich das zeitlich lohnt. Wenn wir jetzt hier erst an, ja, wir haben ja, wir hätten ja... Rein theoretisch wolltest du mir eigentlich erstmal meinen Kopf geben. Genau, deinen Kopf geben. Den Kopf darf ich nicht vergessen, sonst reißt du mir den Kopf ab. Quatsch, mach ich denn hier? Einmal, zack, da hast du. Da hast du einen süßen Kopf. Eine neue Kopfbelegung. Wir warten aber erst, bis hell ist. Und dann machen wir ein schönes... Oh, warte mal, wir können mal was gucken. Ah ja, das geht doch. Ein schönes Bild. Geh mal ein bisschen dichter an die Kochstelle. Ruhig, ja, ruhig ran. Ich sollte aber nicht runterfallen, wenn es geht. So schön, das ist ein schönes Thumbnail. Jawohl. Der fetzt irgendwie. Ja, das ist cool. Ja, das, oh, das ist gut. Stell dich mal so neben die, Kochstelle, bitte. Und dann nach unten gucken. Ist das geil. Guck mal, bist du zu? Genau so. Heftig. Bei uns kochen die, verdammt, wie heißen sie? Kugelfische noch selbst. Genau. Bei uns kochen die Kugelfische noch selbst. Das ist doch mal ein schöner Folgentitel. Die Suppe scheint fertig zu sein. Ich mach mal eben den Hai. Ich mach mal eben den Hai. Der ist nämlich gerade wieder da. Gibt's hier Hai? Aber mir fällt auf,
Uns fehlt ja voll eine Tonschale, ne? Nein. Echt jetzt? Wir brauchen eine Tonschale? Ah ja, wie wollen wir die sonst essen jetzt? Ja, dann würde ich sagen, stellst du mal eine Tonschale her. Ich denke mal, wir haben alles dafür da. Ja, ja. Mit zweimal Ton stelle ich gleich 4 Tonschalen her. Oh, das ist gut. Oh, dann bin ich aber gespannt, wie viel mal Suppe rauskommt da, wenn da... Ich meine, wenn du mehrere Schalen herstellst, wird wahrscheinlich auch mehr als einmal Suppe rauskommen. Das wäre natürlich toll. Weil, wie gesagt, die Algen waren noch hier. Da kann ich noch welche holen. Hm. Und Pilze haben wir ja ein paar. Das heißt, wir könnten uns ein paar Mal mehr herstellen. Vielleicht sind wir dann unser Lebensmittelproblem auch los. Ich meine, ein echtes Problem ist es ja nicht. Wir können ja angeln und alles. Aber es kostet natürlich auch Zeit. Zeit, die wir nicht haben, um Material zu farmen. Und das Materialfarmen ist jetzt erstmal das Nonplusultra, sage ich mal. Ja, aber ich warte, bis du da bist, weil dann gebe ich dir auch gerade 2 Tonschalen. Ja, das ist eine nette Idee. Der Hai ist tot. Mhm. Das war also schon mal das. So, 4-mal Hai haben wir wieder. Ja, ja, ich glocke schon wieder. Ja, das ist, wenn man unbedingt den Hai mit einem Mal machen will. Ach, ich freue mich schon so, wenn das alles fertig ist. Das heißt, eigentlich freue ich mich eher auf das Bauen, nicht auf das Fertigsein. Soll ich schon lassen? Musst du mal kurz einen Moment warten. Ich warte mal kurz einen Moment. Ich kann auch noch mal ein bisschen abtauchen. Nicht? Ich hasse dich gerade. Du hast mich gerade? Habe ich die Möwen verjagt? Ja. Das tut mir leid. Wolltest du die Möwen haben für irgendwas? Ja, ich wollte Möwen töten. Ja. Hühnchen. Soll ich den Hai trotzdem erstmal rauflegen? Ja, kannst du machen. Weil ein bisschen was essen muss ich ja trotzdem. 2 Tonschalen. 2 Tonschalen. Darf ich da jetzt rangehen? Du darfst da mit der Tonschale rangehen. Wow, Pick-up-Hai-Happen. Jawohl, ich picke. Oh, ich darf nochmal picken. Ich habe 2-mal gepickt, ist immer noch Suppe da. Okay. Warte. 3. Moment. Man hat sie aber nicht im Beck. Doch. Doch, ach, da oben, das ist das. 3 Portionen sind da. Okay, da muss ich jetzt erstmal richtig, richtig schön hungrig werden, weil ich nämlich gucken möchte, wie viel stellt das wieder her. So, das heißt, ich gehe jetzt erstmal noch mal eine Runde spazieren, im Wasser, in das Meer. Aber du hast dann halt auch nur noch eine Tonschale. Ja, natürlich, ist ja klar, die ist ja voll. Ich weiß, ich denke auch nicht, dass du sie wiederbekommst. Nach Gebrauch hast du dann nur noch eine Tonschale. Moment, hast du dir eine gefüllt? Ich habe eine gefüllt und habe gegessen. Ja. Und hast du wieder eine? Ich habe jetzt nur noch eine, ja. Ach so, du hattest auch 2. Ja. Ja, 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 das war aber zu erwarten, dass die Tonschalen alle sind. Das heißt, wir brauchen also auch, was braucht man für Ton? Nur Lehm eigentlich, ne? Ja. Ja, naja, das ist ja nicht das Problem. Also Sand brauchen wir immer noch nicht wirklich. Nö. Aber ich kann dann Ton mitfarmen. Das ist gut zu wissen. Dann lohnt sich das nämlich auch schon wieder. Wir brauchen noch mehr Kisten. Ja. Noch mehr Kisten. Wie viele Ton brauchst du denn für einen? Für 4 Tonschalen. Ja. Brauchst du 2-mal Ton. Okay, dann habe ich jetzt schon wieder 4 Tonschalen. Laut Rechnung. Ja. Im Beck. Das ist gut. Ich bin sehr gespannt, wie viel das wieder herstellt. Das ist natürlich toll. Ist dann immer noch Suppe drin oder ist die Suppe jetzt dann alle? Nein, du hast genau 3 Portionen. 3 Portionen, alles klar. Also du hattest genau ja 2-mal rausgenommen. Genau wie im Grill kriegst du auch da 3 Portionen. Genau, runter. Weil du hattest ja 2-mal rausgenommen und ja. Die letzte hatte ich mir dann rausgenommen. Dann alles war dann klar. Das heißt, du brauchst jetzt ganz dringend auch wieder neue Silberalge und da steht sie auch schon und wartet darauf, dass ich sie abbaue. Wir haben ja noch mehr Rezepte, so ist es ja nicht. Ja, da guck doch mal nach, was wir da noch so haben. Ich bin jetzt gerade dabei, einen Fischeintopf herzustellen. Oh, lecker. Was braucht man dafür alles? Also eine Kartoffel, eine rote Beete, einen Hering und einen... Wir hatten rote Beete? Ja. Machen wir die? Ach so, ja stimmt, das Finn ist ja das, was man unterwegs immer findet in den Fässern. Eine Seebrasse, einen Hering, eine rote Beete und eine Kartoffel. Oder davon müssten wir ja dann eigentlich eine ganze Menge herstellen können sogar. Ja, ja. Da können wir ein bisschen was herstellen. Das ist ja super. Dann brauchst du jetzt bloß in Maßen Ton. Der Ton macht den Eintopf. Ja, und wenn wir einen Wels haben, kann ich dann auch Deluxe-Wels herstellen. Oh, Wels Deluxe, das hört sich so lecker an. Ich glaube, wir gründen auch noch ein Restaurant auf dem Dorf. Eine Gemüsesuppe könnte ich auch herstellen. So ist es nicht. Auch schön. Kokosnusshähnchen, da hätten wir jetzt Glück gehabt, hättest du nicht... Ah, wenn ich dich Möwe verjagt hätte? Ja. Deswegen wolltest du die Möwe haben. Ich habe mich schon gewundert, warum du jetzt auf einmal auf Möwenjagd bist. Wegen des Kokosnusshähnchens. Früchtekompott müsste ich gucken, aber dürften wir eigentlich auch schon herstellen können. So, haben wir auch alles da. Ja. Zählt noch. Da war die Tiefe. Da wollte ich hin. Ist das wirklich ein ganzes Ende entfernt? Das war Sand hier, ne? Ja. Haben wir hier. Stein brauchen wir jetzt ja auch. Kann ich auch mit sammeln.
Jetzt nicht in solchen Mengen. Oh, was haben wir denn hier? Gibt es aber schon wieder eine Kiste irgendwo. Na, da ist er doch. Oh, ich habe Planken gefunden. Wie schön. Da freut man sich jetzt über die Kisten mit Planken voll. Ist auch schön. Ja. Und Ton. Also ich denke für die nächsten... Also ich habe jetzt gerade mal, wir haben dann jetzt immer noch 16 Ton. Ja. 41 Tonschalen hergestellt. Ist das cool. Ja, müssen wir halt bloß genug Holz immer unter haben, um den auch zu betreiben. Der braucht ja doch ein bisschen mehr als der Grill. Ja. Was? Ah, ich habe wieder einen Kugelfisch gefunden. Das ist schön. Wenn ich ihn denn auch kriege. 1, 2. Na, 3. Hört euch das nicht so einfach vor. Er explodiert. 4. Nein, doch nicht. Nein, du wirst... Nein, er ist explodiert. Verflixtes Aas. Ist denn das? Ich habe ihn aber 4-mal getroffen. Ihr habt es gesehen. Aber ich war, glaube ich, beim 3. Mal etwas zu dicht dran. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen Abstand kriegen. Das ist ja auch immer nicht so einfach. Ach, das ist aber schade. Oh, da oben. Ich glaube, das ist ein Baum, den man fällen kann. Wir waren doch schon auf der Insel komplett rum. Eigentlich hat man alles abgegrast. Ne? Ja. Ja, wir müssen auch unbedingt zur nächsten. Also es knallt ja mehr rein als so ein Haiangriff hier. So ein kleiner Kugelfisch. Ich meine, die sind ja auch nicht ohne. Also essen würde ich sie nicht im Restaurant. Selbst wenn der Koch noch so viele Zertifikate hat. Obwohl, es stimmt nicht. Ich würde es auch mal probieren. Wirklich? Ja. Einfach nur, um sagen zu können, dass man es mal gemacht hat. Ich habe es gerade probiert, ja. Nee. Wenn du dann tatsächlich nicht überleben solltest, dann kannst du zumindest auf deinen Grabstein schreiben, er hat es versucht. Solche Sätze darf ich mir jeden Tag anhören. So ein Unsinn. Wieso Unsinn? Weil es Unsinn ist. Wieso? Ich habe es doch dann versucht. Ist ja kein Unsinn, ist ja die Wahrheit. Vielleicht haben wir Glück, dass sogar die Kugelfische, wenn die auch wieder nachspawnen würden, wäre das natürlich toll. Ich hätte gerne ein bisschen mehr explosives Pulver, bevor wir zur Bäreninsel fahren. Weil da wird es sicherlich auch was geben, was wir uns holen können. So, dann lohnen sich also jetzt Kartoffeln richtig, rote Beete lohnen sich richtig. Es lohnt sich eigentlich alles im Moment richtig. Das ist schön. Das ist richtig schön. Weil diese Silberalgen, da findest du wirklich nicht viel von. Ach, ich wollte ja gucken, ob wir noch irgendwo eine... Eher mal ein Zufall. Angel haben. So, ich habe jetzt, ihr seht es ja gerade, ich bin kurz vor... Also ich habe... Viertel habe ich noch, Viertel Leben würde ich sagen... Und jetzt haue ich mir mal einen von den Eintöpfen hinter. Oh, das sieht ja cool aus. Okay, das gibt noch einen Buff, so wie es aussieht. Ja, du hast noch so einen kleinen Puffer. Okay, da warten wir jetzt mal ab, wie sich das dann auswirkt. Wir haben keine Angel mehr. Dann müssen wir eine Angel herstellen. Ist das ein Problem? Fehlt uns was? Nö. Wir sehen vielleicht von Holz? Nö. Wenn ich mir die Metallangel herstelle, fehlt kein Holz. Umso besser. Ich denke mal, dieser grüne Bereich, der wird wahrscheinlich langsamer runtergehen. Also man wird langsamer wieder hungrig werden. Könnte ich mir vorstellen. Wir werden das mal beobachten jetzt. Im Beobachten sind wir ja ganz klasse. Mhm. Wir sind die klassischen Beobachter. Ich habe mal 3 Angeln jetzt hergestellt. Das ist gut. Da können wir auch mal ganz in Ruhe angeln. Das ist ja der Vorteil, wenn man das Schiffchen soweit fertig hat. Ja. Dass der Hai nicht mehr rankommt. Was heißt fertig? Wir sind ja nicht fertig, aber im Moment sind wir abgesichert, sagen wir es mal so. Das werden wir übrigens auch dann machen. In der Mitte in etwa werden wir dann ein Loch lassen. Also nicht nur für die Motoren, sondern wir werden ein Angelloch in der Mitte der Base dann lassen, aber auf der 2. Etage. Dann können wir nämlich immer schön von oben angeln. So, aber hier scheint jetzt auch nicht mehr so viel zu kommen. Gesundheit. Da geht's wieder los mit ihr. Danke. Sie hat in der Nase gekribbelt. Sie hat wieder Nies mit Lust. Es hat aber in der Nase gekribbelt. Oh, hier ist doch noch was. Ich hab noch ein kleines Atoll gefunden. Ach nee, das ist die andere Seite. Ist wieder nachgewachsen schon. Geht sowas? Wachsen die nach, die Algen? Kann sein. Ich bin also mal ein bisschen angeln. Im Moment geht mein Essen tatsächlich überhaupt nicht runter. Und ich habe einen Wels. Und ich habe einen Hai. Direkt über mir. Ich sehe nämlich gerade, wie er über mir taucht. Du hast einen Schatten gesehen. Ich habe, ja, das meinte ich damit. Das wollte ich damit zum Ausdruck bringen. Komm her, du Hai. Wir brauchen sowieso ein bisschen Filet von dir. Hai Filet. Ach, das ist wieder ein schöner Folgenabschluss. Eine Haijagd. Da würde mich mal interessieren, stand bei den Rezepten eigentlich was dabei, ob die einen Effekt haben irgendwie? Mm-mm. Okay. Hätte ja sein können. Der Hai kommt. Ich habe keinen Sauerstoff. Wow, das war einer für ihn. Oder einer. Dafür piekse ich ihn aber so noch ein bisschen.
So. Aber, wo bist du? Ich habe ihn. Okay, okay, okay. Müssen ja auch mal Sauerstoff machen zwischendurch. Also holen. Also, wie auch immer. Okay, das wird... Ah, jetzt verstehe ich. Ich verstehe es. Ich verstehe es. Hm? Ich habe es verstanden, wie das funktioniert mit dem Essen. Und zwar ist das so, dass es zum Anfang grün ist und dann langsam in dieses Beige, das normalerweise der Balken hat, übergeht. Ja. Und daran siehst du dann, wann es wieder losgeht, dass du Hunger bekommst. Also wann der Buff sozusagen abgelaufen ist. Also wenn es wieder eine normale Färbung hat. Und da werden die Essen wahrscheinlich unterschiedliche Längen haben. Möglich, ja. Von einem Halten. So, ich habe jetzt hier unten, da ist noch eine Silberalge, die holen wir uns natürlich noch. Ja, bevor ich dann trinke, werde ich vielleicht noch mal Luft holen. So, ich glaube, die Flasche ist alle. Ja, Flasche und Flosse sind weg. Okay. Okay, ist es nicht, aber immerhin. War jetzt auch eine ganze Weile unterwegs. Ist ja eine große Insel. Und während wir jetzt hier die letzten Reste noch einsammeln und uns da wieder auf den Weg machen, können wir auch schon Feierabend machen für heute. Das heißt, wir können uns von euch verabschieden. Wir bleiben ja noch hier und machen dann weiter. Das seht ihr dann aber erst in der nächsten Folge. Was ist denn hier los? Okay, was es da unten alles zu holen gibt, das seht ihr definitiv am Anfang der nächsten Folge. Es ist noch einiges da unten zu machen. Alles klar. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was ihr machen könnt. Lasst uns ein Like da, lasst uns ein Abo da. Das wäre ganz, ganz toll von euch. Freuen wir uns sehr drüber. Und natürlich könnt ihr auch jederzeit einen Kommentar machen. Zum Beispiel, wie das mit unserem Vorhaben, mit unserer kleinen Insel aussieht, die wir uns bauen wollen oder unserem kleinen Dorf. Ob ihr das gut findet oder vielleicht nicht so gut, ob wir lieber dann so verrückt weiterbauen sollen mit dem Doppeldecker. Oder, naja, wie auch immer. Lasst einfach mal einen Kommentar, wir freuen uns darüber und lesen und schreiben natürlich auch zurück. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.